Die Zeiten des billigen Geldes, des unendlich verfügbaren Geldes, diese Zeiten scheinen vorerst jedenfalls beendet. In der Folge kommen besonders hochverschuldete Unternehmen jetzt verstärkt unter Druck. Ich glaube, wir sehen in diesen Tagen erst den Anfang einer langen Reihe von Unternehmensinsolvenzen. Deshalb prüft eure Investments, prüft eure Aktien unbedingt auf Herz und Nieren, um zu verstehen, ob eure Aktien auf diese Phase vorbereitet sind. Ein paar Anhaltspunkte, wie das funktionieren kann, will ich euch in diesem Video geben. Und am Ende des Videos gehe ich dann auch noch auf Tesla und Palantir ein. Wir kommen jetzt zweifelsohne in eine richtig heiße Phase, die am Ende vielleicht sogar in die Geschichtsbücher eingehen wird. Auf diesem Kanal werdet ihr tagesaktuell auf dem Laufenden gehalten. Deswegen abonniert gerne, vergesst nicht den Like-Button, kostet euch keinen Cent, kostet euch eine Sekunde, hilft mir nachweislich weiter, meinen Job hier zu machen. Deswegen vielen Dank dafür. Das Elektroauto-Startup Electric Last Mile Solutions. Ihr seht hier den Chart. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es plant, Insolvenz anzumelden. Die Aktie verliert 99% vom Allzeithoch im Februar 2021. Und auch der Kosmetik-Gigant, muss man sagen, der Kosmetik-Gigant Revlon, ich glaube mit 40 oder 50 verschiedenen Kosmetikmarken, global vertreten. Im Grunde konntest du in jedem Kaufhaus Produkte von Revlon sehen. Die haben nun angekündigt, bereits nächste Woche Insolvenz zu beantragen. Die hohe Schuldenlast sei einfach nicht mehr zu tragen. Die Aktie stürzte schon am Freitag um 53% ab und heute verliert sie dann nochmal 45%. Das ist definitiv der stärkste Rückgang an einem einzigen Tag in der Geschichte der Firma. Egal, ob ihr Aktionäre von Revlon seid oder nicht, wahrscheinlich sind es die wenigsten von euch, aber es gibt hier einige wichtige Lektionen zu lernen. Wir können uns gerne mal die Finanzdaten hier aufrufen. Das geht ziemlich komfortabel bei TradingView. Und ich mache mal den Cashflow hier auf und schaue mir den Free Cashflow an. Einfach gesagt, wie viel Geld fließt in die Firma rein oder wie viel Geld fließt aus der Firma ab. Dann sehen wir, dass 4 der letzten 7 Quartale einen negativen Cashflow aufgewiesen haben. Wir hatten hier minus 97 Millionen, minus 29 Millionen, minus 13 Millionen, minus 50 Millionen. Okay, das ist schon mal nicht so schön. Und wir sehen, dass gleichzeitig der Cash-Bestand, das sehen wir, indem wir hier auf Cash klicken, in Gelb dargestellt, dass der Cash-Bestand lediglich 70 Millionen Dollar betrug. Und wenn wir da jetzt mal die Schulden gegenüberstellen, die langfristigen Schulden, hier unter Long-Term Debt, dann sehen wir in, was ist das, Türkis, in Türkis dargestellt, dass die Schuldenquote hier enorm hoch ist. Über 3 Milliarden Dollar, 3,3 Milliarden Dollar Schulden. Dem gegenüber steht ein Cashbestand von 70 Millionen Dollar und sehr häufig einem negativen Cashflow. Das heißt, die Firma verliert auch noch Geld. Das ist natürlich in der Summe sehr, sehr schlecht. Allein die jährlichen Zinskosten beliefen sich im vergangenen Jahr auf 250 Millionen Dollar. Die geben also eine Viertelmilliarde Dollar pro Jahr aus, nur um die Zinslast zu bedienen. Davon bezahlen sie noch nicht das laufende Geschäft. Revlon kann man sicher als sogenanntes Zombie-Unternehmen klassifizieren. Ein Zombie, also eigentlich schon tot, aber durch billiges Geld eben künstlich am Leben gehalten. Das sind Unternehmen, die nicht genug verdienen, um ihre Zinskosten zu decken, geschweige denn einen Gewinn zu erzielen. Von Meme-Stock-Favoriten wie AMC bis hin zu bekannten Namen wie American Airlines oder Carnival Group hat sich die Zahl der Zombies in den letzten Jahren vervielfacht, sodass etwa ein Fünftel der 3000 größten börsennotierten Unternehmen der USA heute als Zombie-Unternehmen klassifiziert werden können. Ein Fünftel. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Insgesamt
tragen diese Unternehmen eine Schuldenlast von 900 Milliarden Dollar. Man könnte also im Grunde 9-mal die deutsche Bundeswehr damit auf Vordermann bringen. Das ist schon unfassbar. Es ist anzunehmen, dass viele Zombies das neue Zinsregime nicht lange überleben werden. Das heißt nicht unbedingt, dass eine Welle von Insolvenzen jetzt unmittelbar bevorsteht. Denn die unfassbare Liquiditätsschwemme der Notenbank während der Pandemie ermöglichte es vielen Zombies, Hunderte von Milliarden Dollar an Fremdkapital aufzunehmen, die jetzt natürlich erstmal in den Bilanzen liegen und es diesen Zombies ermöglichen, viele Monate oder in einzelnen Fällen vielleicht auch mehrere Jahre erstmal ausreichen könnten, um diese Firmen am Leben zu halten. Aber während die Zentralbank jetzt daran arbeitet, die Stimulierungsmaßnahme rasch zurückzufahren, sind die Auswirkungen auf den Kreditmärkten bereits deutlich zu erkennen. Unternehmen mit Junk Rating, also einem wirklich schlechten Bonitätsrating, haben in diesem Jahr auf dem Anleihemarkt lediglich 56 Milliarden Dollar aufgenommen, was einem Rückgang von mehr als 75% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit einem Volumen von nur 2 Milliarden Dollar im Mai war das sogar der niedrigste Wert seit 2002, seit 20 Jahren. Die Zombies trocknen aus. So jedenfalls sieht es derzeit aus. Und Unternehmen, die ihre Bilanzen mit Krediten aufgestockt haben, um die Pandemie zu überleben, die sehen sich nun mit höheren Zinssätzen konfrontiert, die einen immer größeren Teil der Gewinne auffressen. Der Kreuzfahrtanbieter Carnival, ich hatte ihn gerade schon erwähnt, als Zombie-Unternehmen klassifiziert, der verkaufte Anfang des Monats eine 8-jährige Anleihe im Wert von 1 Milliarde Dollar mit, haltet euch fest, einer Rendite von über 10%. Das heißt, Carnival muss 10% Zinsen zahlen, um überhaupt noch Geld am Markt aufzutreiben. Das ist schon heftig. Gleichzeitig sanken die Gewinne der US-Unternehmen im ersten Quartal so stark wie seit fast 2 Jahren nicht mehr, da viele Unternehmen Schwierigkeiten hatten, die steigenden Material-, Logistik- und Arbeitskosten an die Verbraucher weiterzugeben. Von den 50 größten Zombies, gemessen an der ausstehenden Verschuldung, meldete die Hälfte in den jüngsten Ergebnissen niedrigere Gewinnmargen. Und hier kommt das nächste Problem. Ein starker Anstieg der Insolvenzen wird es der US-Notenbank erschweren, eine sogenannte weiche Landung zu schaffen. Also, weiche Landung heißt, die USA schafft es, die Inflation zu senken, aber gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden. Zumal auch eine höhere Zahl von Arbeitslosen von der US-Notenbank gewünscht ist. Das ist mittlerweile klar, auch wenn sie es nicht so explizit sagt. Aber mehr Arbeitslose, mehr Armut heißt weniger Nachfrage und damit auch weniger Inflation. So hart es klingt, das ist wohl aktuell der Lauf der Dinge. Es gibt Aktien, die durch diese Phase relativ unbeschadet kommen werden. Ich habe hier als positives Beispiel einmal die Tesla-Aktie oder die Finanzdaten von Tesla aufgerufen. Sehr niedrige Schuldenquote, ein wachsender Berg an Barmitteln, zuletzt 18 Milliarden Dollar Cash. Wenn die Zinsen steigen, werden GM, Ford und andere hochverschuldete Autohersteller, VW natürlich auch, werden diese Hersteller natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Tesla wird ca. 10 Milliarden Dollar Free Cashflow in diesem Jahr generieren und dann das Doppelte, also 20 Milliarden Dollar Free Cashflow im nächsten Jahr generieren. Und natürlich wird Tesla auch von einer Rezession nicht verschont bleiben. Wenn also die Arbeitslosenquote in den USA zum Beispiel explodiert, dann muss natürlich auch zwangsweise die Nachfrage nach Neufahrzeugen zurückgehen. Langfristig gesehen aber gibt es wenige Firmen, die so solide aufgestellt sind und sich durch diesen Sturm durchschlagen werden wie Tesla. Und auch Palantir, ja, die Palantir-Aktie, natürlich kein Top-Performer derzeit, ganz im Gegenteil. Aber über Palantir mache ich mir in dieser Hinsicht gar keine Sorgen.
extrem niedriger Schuldenstand, Cash-Reserven aufgebaut, 6 der 7 letzten Quartale Cashflow positiv. Deswegen prüft bitte eure Unternehmen auf Herz und Nieren, checkt die Bilanzen und stellt sicher, dass ihr von einer möglichen Insolvenz nicht völlig überrascht werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut gerne auf den Like-Button. Danke. Ciao.